soll es im Kanton St. Gallen muslimische Grabstätten geben. Die St. Galler Regierung findet ja und plant eine entsprechende Gesetzesänderung. Die SVP dagegen opponiert und redet sogar von einer Frechheit. Wir diskutieren heute Abend über das Thema. Schön, haben Sie eingeschaltet. Willkommen zum Fokus. Meine Gäste heute Abend sind der Bekim Alimi. Er ist Vizepräsident vom Dachverband der islamischen Gemeinde in der Ostschweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Willkommen, Herr Alimi. Und wir haben den SVP-Nationalrat, den Lukas Reimann. Willkommen, Herr Reimann. Guten Abend. Herr Reimann, warum sind Sie dagegen, dass es so Grabstätten gibt? Also man muss klar unterscheiden zwischen den staatlichen Grabstätten, die der Steuerzahler finanziert, die für alle da sein sollen, für jeden Bürger, im Sinne der Gleichheit von allen, und den privaten Friedhöfen, die sie selber zahlen, wo sie selber auch machen können, was sie wollen. Aber die staatlichen Friedhöfe, die sollen für alle da sein. Und da geht es nicht an, dass man sagt, ich will nicht neben Christen, nicht neben Juden, nicht neben Hindus begraben werden. Und ich will nicht in Erde, die verunreinigt ist von Ungläubigen, das kann man nachlesen in ihrem Text, begraben werden. Das ist also diskriminierend gegenüber jedem, der einfach findet, der staatliche Friedhof sollte für alle da sein. Herr Alimi. Ich denke, dass der Tod ein Teil des Lebens ist. Aber zum Glück kommt das am Ende, am Schluss. Und während die Menschen nebeneinander in einem hochkultiviertes Land gelebt haben, dann dürfen sie auch hier sterben und verdienen sie ein geschicktes Begräbnis und Beerdigung. Dazu gehört auch, dass wir eigentlich nebeneinander, keiner spricht von irgendeinen Sachen, die gar nicht stimmen, sondern... Was für Sachen, die gar nicht stimmen? Also, dass wir gegen die anderen, die neben uns begraben sind, also dass die Erde unrein ist und viele Sachen, die wir gelesen haben, die sind nicht unsere die Sachen. Die sind passiert, ich weiß nicht, in der Schweiz. Wo ist das? Also bringen Sie mir eine klare muslimische Organisation, die dazu gerne steht. Ja, also ich würde gerne das jetzt sehen, wo die Leute oder die Muslime, und zwar die Muslime, die eine gewisse Verantwortung zu der muslimischen Bevölkerung in der Schweiz tragen, die das mal sowas geäußert haben. Die Erde ist grundsätzlich sauber und rein und keine Erde ist für uns schmutzig. Und das möchten wir das nicht so akzeptieren. Warum langt denn aber das normale Friedhofgrab nicht? Das langt für uns total, das normale Gräber. Eigentlich das Problem ist nur am gleichen Friedhof der Stadt, in einer Ecke, in einem Teil, aber im gleichen Friedhof. Wir reden vom gleichen Friedhof, wir reden von nebeneinander wieder. In einer Ecke irgendwo, es wird dann sichtbar sein, das sind die Gräber für Muslime. Keiner spricht, ob diese Erde hier rein oder unrein ist. Einfach sagen Sie mal in diesen Friedhöfen von Stadt Zürich oder von Stadt St. Gallen, wo wäre eine Ecke, wo wir unsere Leute begraben können. Wir wären völlig einverstanden damit. Aber es wäre nicht möglich, dass Sie in ganz normalen Reihengräber dann einfach das nächste Grab, das frei ist, nehmen. Eigentlich, wie Sie wissen, also in der Schweiz und auch in europäischen Ländern gibt es nicht nur diesen muslimischen Gräber oder sowas. Da gibt es auch Kindergräber, da gibt es auch Priestergräber, da gibt es auch andere religiöse Gräber und darunter auch muslimische Gräber. Integration für mich ist es, dass wir nebeneinander leben können und auch nebeneinander beerdigt werden können. Und das heißt auch nebeneinander. Aber alle Religionen können wir natürlich nicht gleich machen. Alle menschlichen Gedanken und Traditionen und sowas können wir nicht gleich machen. Für uns ist es wichtig aber, dass wir nebeneinander leben, also friedlich nebeneinander führen und auch nebeneinander begraben werden, auch wenn es jetzt, wie gesagt, in einer Ecke ist, wo es eigentlich für Muslime ist. Also einen eigenen Platz auf einem Friedhof fordert Sie. Am gleichen Friedhof. Und das geht nicht, Herr Reimann. Also ich würde klar widersprechen wegen dem Rhein-Unrein. Wir haben im Kanton Luzern Friedhof gehabt. Da haben die Muslimverbände ganz klar gesagt, die Erde muss ausgehoben werden. Es muss frische Erde nehmen, weil die Erde ist verunreinigt von Ungläubigen. Und so etwas ist natürlich diskriminierend natürlich. Im höchsten natürlich. Grad. Das und wenn sag Sie sagen, dass können alle miteinander begraben werden, dann können Sie ja ganz normal in einem Friedhof, wo alle anderen Religionen auch liegen, in einem Herr staatlichen Reimann, Friedhof, sagen, dann haben Sie ja kein Problem,
mit wenn dem. Sie sagen, und die Zeiten von der Apartheid, die sind in der Schweiz vorbei, dass man sagt, es gibt eine Schule für die Muslime, eine Schule für die Christen, es gibt einen Friedhof für die Muslime, einen Friedhof für die Christen. Zum Glück sind die Zeiten vorbei, genau, wo man zwei Klassen Gesellschaft gemacht, genau, hat. Das machen wir auch nicht. Und deswegen sagen wir jetzt mal, wenn Sie genau die Basler oder Luzerner Gräbstätten so erwähnen, dann haben wir in der Schweiz auch mehrere. Wir haben die Zürcher ganz im Jahr 2000, wir haben in Winterthur ganz neu, wir haben in Genf, wir haben in Luzern, wir haben in Basel. Und von keinem von diesen Beispielen bringen Sie heute ein Beispiel. Und auch, wenn jetzt irgendjemand dort einen Fehler gemacht hat, obwohl ich mich heute telefonisch kontaktiert habe mit einigen Leuten aus Luzern und sie wüssten von nichts von sowas, aber wie auch immer, ich möchte Sie nicht widersprechen in dem Zusammenhang, aber ich sage es Ihnen, da sind so viele Gräber also für Muslimen entstanden, wo nirgendwo ein Thema, dieses Thema nirgendwo angesprochen wurde, diese Erde zu bereinigen oder zu besäubern. Und auch wenn es mal in Luzern gewesen sei, ich sage es Ihnen, im Namen von DIGO Dachverband in St. Gallen wird das kein Thema sein. Also ganz konkret. Ganz konkret. Nehmen wir an, auf dem Friedhof im Kanton St. Gallen, ja, wird ein Platz frei und da sagt man, da könnte man jetzt eine muslimische Grabstätte draus machen. Ja. Das wäre für Sie kein Problem, selbst wenn es dort schon mal christliche Gräber gehabt hätte. Überhaupt kein Problem. Ja, man muss einfach auch sehen, das Platzproblem, das wir haben. Also ich kenne ältere Leute, sie wissen, sie sind auch von Wiel, in der Stadt Wiel hat es keine freien Bauflächen mehr, denen hat man es nicht bewilligt, dass sie ein Grab haben können. Man hat gesagt, machen Sie Kremation, wir haben Platzproblem. Und bei den muslimischen Gräbern ist das Problem, dort sagt man ja, das ist für immer. Das kann nicht nach 25 Jahren ausgehoben werden, sondern das muss auf 1'000, auf 10'000 Jahre raus immer dort stehen. Und ja, das Problem vom Platz, das können wir nicht lösen staatlich, für das können wir kein Steuergeld einsetzen. Natürlich. Das können Sie privat machen, dann tun Sie privat das Land kaufen, das privat regeln. Aber wieso muss das der Staat sein? Wieso müssen Sie immer mehr Forderungen, genau, an den Staat stellen? Deswegen, weil Sie eben nicht zweistellige Gesellschaften machen möchten. Also deswegen auch keine private, deswegen verlangen wir auch keine privat-islamische Schulen. Und wir haben auch das Sie sogar in den öffentlichen Schulen gemacht. Und nicht. Und genau, Sie waren der dagegen, der so eine Interpellation für islamischen Unterricht in den öffentlichen Schulen gemacht haben. Und wir haben das mal in den Schulen reingebracht und wollten, dass das völlig offen ist und transparent ist oder nicht. Also wenn wir das auch privat machen würden, dann machen wir genau so eine Gesellschaft mit zwei verschiedenen Gruppierungen oder zwei verschiedenen Klassen. In dem Punkt, ich möchte mal vielleicht die ganze Runde hier fragen, geht es primär gegen den Grabfelder für Muslimen? Wir reden nicht von muslimischen Friedhöfen, von islamischen Friedhofen. Wir reden für ein Stück Grundstück für Muslimen begraben zu werden. Also Grabfeld für Muslimen. Sind Sie primär dagegen? Oder es geht um Gründen, zum Beispiel die Grabesruhe, zum Beispiel Sargbeerdigung oder nicht oder sowas. Wenn es um Gründen geht, wir haben dann extra von der Schweiz bei Al-Azhar-Universität und auch in Jerusalem bei Mufti Fetwas, in rechtkräftige Antworten geholt, die mal das irgendwie angesprochen haben und erklärt haben. Schon die haben es mal zu dem Grabesruhe gesagt, was es im Islam immer gewesen ist übrigens. Grabesruhe im Islam heißt nicht, das darf nicht berührt werden, sondern mehrfach Benutzung des Grabes im Islam ist erlaubt und zwar nicht mit einer Sonderregelung, sondern das war immer. Also konkret heißt das auch der Punkt, den Herr Reimann vorher angesprochen hat, nämlich eben, weil es bei den Christen so ist, dass 20, 25 Jahre, je nachdem, das Grab wieder ausgehoben wird und halt ein neues Begräbnis stattfindet, das wäre bei Ihnen auch möglich. Also in dem Fall, wo man dann auch Platzprobleme damit genau ansprechen hier, wird. Was zum Beispiel Medienmitteilung von SVP sagt ganz genau, dass sie jetzt diese Grabsteine entfernt werden und die Gräber, ohne sie umzugraben, für die anderen Toten verwenden werden. Das wäre bei uns überhaupt kein Problem. Das heißt, diese Leute, die verstorben sind vor 20 Jahren, vor 30 Jahren oder sowas, dürfen im gleichen Grab sein. Einfach, das werden auf die Seite geschoben und kommt eine neue Leiche. Aber interessant ist auch, die Leute, die Vereinbarung in Zürich gemacht haben, und kann ich Ihnen mal so eine Kopie legen, und das steht es ganz genau, wie haben Sie so eine Lösung dazu gefunden? Zum Beispiel, das Grab ist zuerst mal 2 Meter tief, und dann nach 25 Jahren ist 1,08 Meter, wo kommt ein nächster? Und nach 25 Jahren ist nochmals ein 1,06 Meter. So, die sind 3 Leichen im gleichen Grab. Und das ist eine islamische Fetwa und Rechtsantwort, also rechtskräftige Antwort.
Das wäre überhaupt kein so viel Zugeständnis. Also ist jetzt schon erstaunlich, wenn Sie sagen, das ist alles ja gar nicht so schlimm, reine, unreine Erde mit dem Platzproblem, dann können Sie genauso gut auch ganz in ein normales Grab und liegen dann halt neben einem Christen, neben einem Buddhist, neben einem Atheist, so wie alle anderen auch, in einem staatlichen Grab, ohne dass Sie müssen wieder einmal mehr eine Sonderregelung, eine Sonderforderung haben. Und das ist auch meine grosse Kritik natürlich an den islamischen Verbänden. Sie natürlich fordern immer mehr, sie wollen immer mehr. Jetzt kommt staatlich anerkannte Religion, wenn sie werden in der Schweiz. Sie wollen die eigenen Friedhöfe. Sie wollen immer mehr Forderungen. Und irgendwo müssen sie sich mal zuerst integrieren, mit der Schweizer mitleben, statt einfach immer mehr Forderungen stellen, immer mehr Macht wollen in diesem Land. Ich möchte gerade bei dem, was Sie am Anfang angesprochen haben, noch mal einhängen. Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie zu verschiedenen Konzessionen bereit wären. Natürlich. Zum einen, was Grabesruhe anbelangt, also zum anderen, was eben die besagte unreine Erde anbelangt. Ja. Dann fragt also man sich aber zu Recht, ist es wirklich nicht möglich? Es geht hier nicht um Moment, eine... Herr Alimi. Ja, Entschuldigung. Meine Frage. Ist es wirklich nicht möglich, einfach auch in einem normalen Reihengrab zu liegen? Warum geht das nicht? Also von den Hauptregeln bei der Beerdigung im Islam sind grundsätzlich vier. Der eine ist eben die Richtung nach Mekka. Und zwar, wir reden nicht von dem ganzen Grab bewegen oder irgendeinem, sondern Blickrichtung nach Mekka. Und das wird tief in der Erde gemacht. Die Länge der Schultern wird ein wenig gehoben und der Blick nach Mekka wird gezeigt. Und das ist überhaupt nicht problematisch. Zweitens ist grundsätzlich nach dem Islam ohne Sarg zu beerdigen. Ausnahmefall gibt es auch mal in islamischen Ländern, wo jetzt die Erde sehr trocken ist, eine Wüste oder ähnliches, aus Angst, dass es irgendein Tier, eine Leiche wieder ausgraben kann oder sowas. Dann hat man auch dazu also Erlaubnis geholt, einen Sarg zu haben. Dies wäre dann bei uns auch möglich, indem, wenn wir mal uns mit einem Gesetz des Staates widersprechen, und dann müssen die Muslime eigentlich sich auf diesem Fetwa beziehen, indem sie auch mal mit einem ganz dünneren, leichten Sarg auch beerdigt werden können. Drittens ist die Siehbarkeit des Grabes bzw. des Feldes. Hier ist genau das Problem oder dieser Streitpunkt, wo wir mal miteinander reden. Wir suchen keine Sonderrechte. Wir möchten nicht diese Gräber so weit von christlichen Gräbern sein, so weit von jüdischen Gräbern sein, um Gottes Willen, sondern im gleichen Friedhof, aber eine Ecke, wo es auch sichtbar ist, dass die Muslime sind. Eins. Zweitens, das Problem der Störung während einer Beerdigung könnte auch mal da sein. Und ich bin... Was ist das Problem von einer Störung? Der Störung Beerdigung? Zum Beispiel während einer Beerdigung. Kommen bei der muslimischen Beerdigung, kommt dann ein Gesang, kommt dann der Imam, kommt dann so viele Menschen. Kommen von Familien, keine Frauen. Und die Frauen können in der Schweiz natürlich kommen. Und wenn sie in Wiel sind, dann nächste Beerdigung in Wiel, wo das stattfinden wird, dann kommen sie mal vorbei und schauen sie, ob die Frauen auch mal dabei sind. Und zwar die muslimischen Frauen auch. Nun, die Frage ist jetzt gerade hier, wenn Sie da einen Gesang machen, während nebenbei ein christlicher Grab liegt oder sowas, wären dann auch alle einverstanden damit, was Herr Reimann sagt, was neben dem auch ein islamisches Gesang gesungen wird oder eine Rezitation? Ist das nicht ein störendes Element? Und wir möchten genau dann auch nicht später noch weitere Probleme kriegen. Deswegen sagen wir im gleichen Friedhof, aber in einer Ecke, wo es auch sichtbar ist. Aber eine gewisse Abgrenzung findet dann natürlich gleich statt. Das ist natürlich. Das ist ja auch mal, wenn man von Muslimen redet, von Christen redet, von Juden redet, soweit wie da drei verschiedene Namen sind, da bedeutet das, dass sie drei verschiedene Glauben sind, oder nicht? Und da hinten stecken auch drei verschiedene Traditionen. Und das gehört auch zu der Religionsfreiheit und ihrer Ausübung in der Öffentlichkeit. Und die Abtrennung, die verstoßt in den Augen von der SVP Gleichbehandlungsgebot von der Bundesverfassung. Hat man in Ihrer Medienmitteilung gelesen? Die verstoßt ganz klar gegen das Gleichbehandlungsgebot. Inwiefern und, denn? Und ich muss sagen, das ist hochkant rassistisch, was Sie da erzählen. Schauen Sie, nach dem Tod sind alle Menschen gleich. Wenn jemand tot ist, dann spielt es keine Rolle. Ist er ein Hindu gewesen, ist er ein Muslim gewesen, ist er ein Atheist gewesen oder ist er ein Christ gewesen? Und wenn der nachher im Friedhof liegt, dann spielt es auch keine Rolle. Liegt neben ihm, im Grab nebenzu, ein Christ, ein Hindu, ein Jude, ein Moslem, was auch immer. Und sie sind die Einzigen. Sie sind die Einzigen einmal mehr, die sagen, wir wollen nicht neben den Christen liegen, wir wollen nicht neben den Juden liegen, wir müssen unseren Spezialplatz haben. Und so etwas geht in einer modernen Gesellschaft wie in der Schweiz, wo man eben das Gleichbehandlungsgebot
von allen haben, schlichtweg nicht. Das irritiert mich mit dem Gleichbehandlungsgebot. Was widerspricht denn da? Weil wenn ich da lese, steht, niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen, ich lasse dann Teil aus, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung wegen. Das spricht doch eigentlich für die Gräber, nicht? Also die Gräber heute sind ja staatlich, die sind nicht kirchlich. Und jeder, auch wenn er nicht Katholik oder Protestant ist, hat das Recht, in so einem staatlichen Friedhof begraben zu werden. Und wenn Sie jetzt einfach kommen mit diesen Sonderregelungen, mit den Muslimfriedhöfen, mit speziellen Regelungen, dann verstoßt das klar dagegen, dass der Friedhof eben neutral ist, dass der vom Staat her für alle soll da sein. Und wenn jemand Spezialregelungen will, dann muss er es privat machen, auf einem privaten Friedhof, den er auch selber finanziert und wo nicht der Steuerzahler am Schluss dafür muss zahlen. Man muss auch sagen, in der Schweiz gibt es viele Religionsgemeinschaften, also asiatische Religionsgemeinschaften, wo die Toten in einem Fluss mitgeben. Es gibt so eine, wo sie öffentlich, also nicht in einem Krematorium, wo sie auf einem Schied, also öffentlich verbrennen wollen. Und das kann man natürlich in der Schweiz auch nicht. Aber ich frage nochmal, es geht um die religiösen Überzeugungen, die nicht diskriminiert werden sollen. Wenn es Ihre religiöse Überzeugung ist, ist es dann nicht nötig, dass Sie halt das Zugeständnis überkommen? Ja, aber dann muss man am Schluss den ganzen Koran und die ganze Scharia und jedes Zugeständnis machen. Es braucht irgendwo auch eine Abgrenzung, wenn man einen religiösen Frieden in diesem Land will. Wenn man will, dass alle friedlich miteinander zusammenleben können, dann braucht es auch Grenzen. Dann kann man nicht einfach sich hinter dem Deckmantel von der Religion über Gesetze, über die Verfassung, über alles hinwegsetzen und sagen, wir machen jetzt das einfach, wir müssen, es ist unsere Religion. Und da bitte ich Sie auch wirklich, mehr auf Integration statt immer auf Forderungen zu setzen. Herr Reimann, also Sie wissen ganz genau, wenn Sie von Integration reden, dass wir vor allem jetzt die Muslime in der Ostschweiz und wenn Sie mit mir einen Imam sprechen, dass wir sehr gut Integration verstanden haben und genau, weil wir integriert sind, wir sind mit Ihnen in einem Gespräch auf Ihrer Sprache und wir reden sehr offen und sehr, sehr transparent. Das ist ein großes Zeichen von Integration. Wir haben das gut verstanden, wir haben versucht, das auch auszuüben. Auf der zweite Sache, ich möchte nicht dann die Integration mit Religionsfreiheit auch mal irgendwie zusammenmischen und dann irgendwie sagen sie, wir kommen mit Forderungen und Forderungen. Wir kommen gar nicht mit Forderungen. Ich würde lieber mit ihnen gar nicht über den Tod reden, wenn wir aber nicht sterben. Aber das ist warum? Natürlich schon aber das ist ein wenn, sie, Thema. Wenn sie einen eigenen Platz wollen auf der Friedhof. Das ist ein Thema. Wenn jetzt die verschiedenen Religionen auch einen eigenen Platz haben, wenn jetzt mal also Priester einen eigenen Platz haben, wenn Kinder auch einen eigenen Platz haben, sind da extra Forderungen. Die sind nicht extra Forderungen, die sind eigentlich, und wir reden nochmals, ich möchte das wirklich stark betonen, wir würden gerne nebeneinander begraben und im gleichen Friedhof, nur in einer Ecke, wo Sie es definieren, wo die Stadt definiert. Ich würde sagen, es gibt eine Arbeitsgruppe, so wie in anderen Kantonen. Die saßen zusammen. Sie haben Punkte so erarbeitet. Wo es geht, gesetzlich, dann ist es in Ordnung. Wo es nicht geht, dann geht es nicht. Punkt. Und so haben dann die Muslime einfach dem anzupassen. Und Punkt. Also, schauen wir mal noch ein bisschen voraus. Herr Reimann, es ist jetzt eben das Gesetz oder die Gesetzesänderung in der Vernehmlassung. Was wollen jetzt Sie von der SVP weiter unternehmen? Also, wir werden das Gesetz ganz klar bekämpfen. Es gibt überhaupt keine Notwendigkeit, um das neu zu regeln, um jetzt die muslimischen Grabfelder zu lassen. Bin ich ja sehr enttäuscht von der St. Galler Regierung. Und wir nehmen vor allem auch Sie in die Pflicht. Wir haben in der Schweiz den Islamischen Zentralrat, der fordert öffentlich die Steinigung. Der ist auch eine von den treibenden Kräften, die so islamische Grabfelder vorantreibt. Und das sind Extremisten, die eine Islamisierung wollen, die hier in der Schweiz einfach keinen Platz haben. Und wo man viel härter muss dahinter gehen und die auch überwachen. Natürlich, Sie können jetzt das Thema schon schnell wechseln zu Islamischen Zentralrat. Distanzieren Sie sich mal von dem. Distanzieren Sie sich mal von dem, wo Kloster enteignet werden, wo Leute umgebracht werden tagtäglich. Herr Reimann, wir reden,
wir reden hier auf einer ganz anderen Ebene als also wir reden jetzt Staaten. Mal eigentlich wieder nochmals, also schon in unseren weiteren Gesprächen haben Sie dann weitere Afghanistan-Themen gebracht und sowas, obwohl wir beide von Wiel kommen und versuchen mal ein gemeinsames Leben, ein gemeinsames dafür. Leben in Wiel und in unserem Kanton also zu führen und möglichst ein schönes Leben zusammenzuführen. Nun, das Thema ist das Thema, dass jetzt verschiedene Themen reingebracht werden. Ich möchte nicht wegen diesen 20 Minuten, die wir zur Verfügung haben. Die verschiedenen Themen, die Sie angesprochen haben, vor allem Gräber in verschiedenen Staaten, islamische Staaten. Ich habe heute extra recherchiert. Also wir haben nicht, also in Kairo, ich habe in Kairo studiert. Ja, ich habe 200 Meter neben den schweizerischen Gräbern in Kairo gewohnt, nicht christliche. Letzte Woche sind christliche umgebracht worden. Ich denke, meine Herren, bitte, ich darf an dieser Stelle unterbrechen, weil ich glaube, das geht jetzt zu weit aus, wenn wir dann einen Exkurs anfangen und in die islamischen Länder. Sie haben gesagt, dass Sie sich distanzieren verschiedene Leute vom islamischen Zentralrat. Ihr habt verschiedene Staaten, wo christliche Gut, ich möchte zurückkommen zu dem Ausgangspunkt, wo wir gewesen sind, das weitere Vorgehen. Herr Alimi, was wollen Sie noch unternehmen, damit Ihr Anliegen erhört wird? Eigentlich Unternehmen, wir haben die staatlichen Institutionen. Und die staatlichen Institutionen tragen auch eine Verantwortung gegenüber den Minderheiten und im Rahmen von Gesetz. Und nicht im Rahmen von Gesetz werden wir eigentlich diese Gesuche weiterhin im Kanton stellen und versuchen eigentlich unsere Leuten Geschichte begraben zu können. Herr Reimann, kurze Schlussrunde. Ja, wir wollen, dass Friedhöfe so in dem Sinn bleiben, wie sie jetzt sind und dass es nicht Sonderregelungen gibt, die sich über alles hinwegsetzen. Und wenn das Gesetz wirklich durchkommen im Kantonsrat, dann werden wir ein Referendum ergreifen. Das Volk kann darüber abstimmen. Das Volk hat im Kanton St. Gallen sehr deutlich Ja zum Minarettverbot gesagt. Und das Volk wird im Kanton St. Gallen sehr deutlich Nein zu so Sonderregelungen wie Friedhöfe sagen. Danke schön, Herr Reimann. Herr Alimi, Ihr Schlusswort. Ich würde mich und Sie und den ganzen staatlichen Institutionen fragen, was würde eigentlich einem Rechtsstaat gefährden, wenn die Muslime ein Grundstück bekommen könnten, um begraben zu werden? Danke schön, Bekim Alimi, und danke auch Ihnen, Lukas Reimann. Liebe Zuschauerinnen, das war es vom Fokus von heute. Ich danke vielmals, dass Sie eingeschaltet haben. Hier auf TV sehen Sie jetzt Kino.